Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen mit unserer schönen Unix-Linux-Welt weitermachen und wollten ein paar neue Befehle kennenlernen, die man typischerweise verwendet. Und zwar wollen wir sehen, wie man auch unter Linux in der Shell Archive und ja, erstellen kann, gell? Also eine Datei aus mehreren Dateien und auch komprimierte Archive, gell? Und hier gibt es mehrere Wege, gell? Also wir wollen hier eben Archive oder komprimierte Archive erstellen, und das erste, was wir hier anführen, das sind zwei Bekannte aus, ja, aus anderen Welten, auch von Windows, gell? Und zwar ZIP oder UNZIP, gell? Also, ZIP oder UNZIP, gell, als solches, als Befehl, hat es unter DOS auch schon gegeben, gell, also BKZIP und BKUNZIP und so, gell. Und dann, ja, dann ist ein Programm gekommen, gell, das war WinZIP, gell, also ZIP für Windows, gell. Also, gehen wir mal, ja, die Ente losschicken, suchen wir mal WinZIP, gell. Okay, also WinZIP, ja, findet man allen Ecken, also WinZip Wikipedia, so. Okay, also WinZip war also ein oder ist ein Windows-Programm, um ZIP-Archive unter Windows erstellen zu können, gell? Also vor 30 Jahren ungefähr ist das entstanden. Und ja, das wird heute eigentlich als selbstständiges Programm eher selten verwendet. Was man heute öfter verwendet, ist ja, der Windows Explorer, der Dateimanager unter Windows, in der eben nativ solche ZIP-Archive unterstützt. Gell? Also dort, sie nennen das eben ZIP-Ordner oder auch komprimierte Ordner oder so. Gell? Und dort kann man dann ein Archiv, ein komprimiertes Archiv erstellen. Das schaut so aus, als ob man einen Ordner öffnen würde dann im ja, im Windows Explorer. Und ja, das Schlimme dabei ist, wenn da jemand irgendwas drinnen hat, zum Beispiel eine, ja, wenn er da so Webpage, gell, in HTML drinnen hat und jemand öffnet es, schaut aus wie ein Verzeichnis, klickt drauf, gell, der Browser, gell, öffnet sogar diese Seite, und dann plötzlich funktionieren die Links nicht oder so, gell, weil man ja im Archiv ist und nicht irgendwo in einem Dateisystem, gell. Also das mit den archivierten, also mit den komprimierten Archiven mit ZIP, gell, das ist so populär geworden, weil das eben in Windows im Dateimanager nativ integriert ist, gell? Und ja, ist eine feine Sache, gell? Aber es gibt noch viele andere Sachen auch, gell? Also mit ZIP haben wir Folgendes, gell? Also mit mit ZIP gehen wir komprimierte Archive machen, gell? Mhm. Okay, also das sind dann komprimierte Archive. So, und naja, das können wir auch in der Befehlszeile machen, gell? Also wenn wir uns das mal anschauen, gell? In der Befehlszeile. So, hier haben wir noch ein Bla, gell? Hier haben wir ein paar Dateien drinnen. Find Bla, gell? Also drei Dateien und dort drunter dann, nee, zwei Dateien und drunter auch ein Unterverzeichnis, gell? Das Bla Bla hier. So, und wenn wir das jetzt archivieren wollen mit ZIP, gell, macht ZIP minus R rekursiv, gell, und wie nennen wir das? Das nennen wir bla.zip von mir aus, gell, und was geben wir hinein? Das Verzeichnis bla, gell. Hier könnten wir noch weitere Dinge angeben, gell, aber dieser Aufruf ist sehr typisch, weil man aus dem Verzeichnis rausgeht, eine Verzeichnisebene höher, und dann geht man das Verzeichnis hier dann
archivieren und komprimieren, gell? So. Wir haben eine Ausgabe, gell? Und der sagt uns dann, was er gemacht hat, gell? Also Verzeichnisse kann er nicht komprimieren, gell? Die Dateien kann er komprimieren, gell? Und wenn wir dann mal schauen, wie groß ist denn das? Das ist jetzt ganze 800 Byte groß, gell? LL, bla, so. Das war ursprünglich mal kleiner, gell? Also, diese ganze Kompression hat bei diesen kleinen Dateien hier nicht funktioniert, gell? Also, das heißt, man hat jetzt zwar ein Archiv mit alles drin, es ist aber nicht kleiner geworden, gell? Weil einfach zu wenig da ist, als dass dieser Effekt dann auch funktionieren würde, gell? Des Komprimierens. Okay. Ja, das können wir jetzt aber, und das ist fein, wir können es zum Beispiel speichern oder wir können es übertragen, gell, oder wir können es im Internet als Download bereitstellen, gell, oder ich kann es jemandem geben. Das ist das Feine, gell, man hat also ein Archiv mit allem Möglichen drinnen. Gell. Also oft wird eben unterstrichen, dass diese Archive komprimiert sind, gell? Das ist zwar auch oft wichtig, vor allem wenn man es ja dann versendet, gell? Oder irgendwo zum Download bereitstellt oder so, gell? Aber ganz oft ist es einfach wichtiger, dass wir ein Archiv aus mehreren Dateien oder einer ganzen Verzeichnisstruktur haben, gell? Ja, und das ist eben, ja, das ist interessant. Und jetzt wollen wir noch was anderes anschauen, und zwar, es gibt dann auch noch das Anzip, gell, können wir es dann ja wieder aufmachen, weil es, wenn wir auch, ja, gehen wir mal da hinein, CD, bla bla, gell. Also hier haben wir die gleichen Dinge liegen. Ich mache jetzt folgendes, ich hole mir Move, gell, aus einer Verzeichnisebene höher, das bla.zip hierher, gell? Okay. Also Move, Quelle zum Ziel, und das Ziel ist das aktuelle Verzeichnis, also Punkt. So, und jetzt gehen wir das öffnen, also anzip bla.zip, so, und er erstellt ein Unterverzeichnis bla, gell? Genauso wie wir das erstellt haben, gell? Also wir sind ja da beim Erstellen vom bla herausgegangen, gell, und haben es oberhalb von bla im Verzeichnis Shell gemacht, gell. Okay, und wenn wir es jetzt öffnen, dann erstellt er hier, wo wir sind, im aktuellen Verzeichnis, das Unterverzeichnis bla, so wie wir es eben eingepackt haben, gell. Okay, oder archiviert haben. So, es ist da, gell, LL bla, das, was wir archiviert haben. Okay, fein, zip und anzip. So, das Zip und Anzip, gell, besonders populär geworden, also mit Microsoft Windows, dann auch mit dem Windows Explorer. Schauen wir uns etwas anderes an, und zwar Dar und Gzip, gell? Okay, also Gzip ist beispielhaft da, gell? Das ist der Klassiker, gell? Aber es gibt dann auch andere, um diese Dar-Archive zu komprimieren. Und zwar Dar, das steht für Tape-Archiver, gell? Also wenn wir dieses Dar mal öffnen wollen hier, gell? Das ist eben, da steht der Backprogramm, das gefällt mir nicht so, gell? Das ist grundsätzlich einmal ein Programm zur Archivierung. Gell? Ob man dann noch komprimiert oder nicht komprimiert, gell? Das ist dem Benutzer überlassen. Gell? Also wenn man da einfach schreibt, ist ein Backprogramm, dann ist das verdammt billig. Gell? Okay. Ja, und was hier interessant ist, das ist auch die Herkunft, das ist mal grundsätzlich der Tape-Archiver, gell? Und der Tape-Archiver, gell? Das Tape, das Band, gell? Und also da machen wir Magnetband, geben wir mal ein, gell? Und das Magnetband, so wollten wir das jetzt nicht haben, gell? So. So, das schaut jetzt schon besser aus, gell? Also das sind dann Laufwerke für Magnetbänder, gell? Hier haben wir eines geöffnet, gell? Das ist nicht mehr ganz so einsatzfähig, gell? Und so
Ja, so hat es in alten Filmen ausgeschaut dann, gell? Okay. Ja, und diese Magnetdatenträger, gell? Die haben, oh, das ist schön, gell? Ein ganzes Archiv voller solcher Bänder, gell? Ja, diese Magnetbänder, die waren nicht irgendwie für den wahlfreien Zugriff, gell? Also die waren nicht dazu gedacht, dass man sie benutzen konnte wie ein ja, wie eine Festplatte, gell? Kann man nicht sagen, du geh mal ein paar Meter weiter und dann kommst du wieder zurück und so, gell? Das geht nicht, gell? Aber die Tapes, gell, die Bänder sind dazu gemacht worden, dass man Daten vor allem auch Langzeit speichert, gell? Es hat zwar eine Zeit gegeben, gell, und zwar bevor man Festplatten gehabt hat, gell, Festplatten sind irgendwann erst in den 60er Jahren entstanden, gell, und zwar 60er Jahr, also 20 Jahre nach dem Beginn der kommerziellen Computertechnologie, gell, also nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die ersten Computer verkauft, gell, in den 60er Jahren, also ja. In der ersten Hälfte der 60er Jahre haben wir die ersten Festplattensysteme mit 3BM gehabt. In diesen Jahren davor hat man aber dann auch die Bänder dann irgendwann entwickelt und hat dann auch begonnen, Algorithmen zu entwickeln, die die Möglichkeit gegeben haben, Daten sequenziell zu verarbeiten, gell? Also zum Beispiel gerade beim Sortieren oder so, gell? Also da hat man doch ein paar Dinge gemacht, wo es dann möglich war, auch sequentielle Verarbeitung zu machen, gell? Auf jeden Fall, das Tape, der Tape-Archiver, das DARA, ist ja entstanden, um Daten, Dateien, gell, auf dem Band zu archivieren, gell? Also man hat ein Programm gebraucht, um dann effizient und sinnvoll und vor allem standardisiert für alle Bänder gleich Daten auf das Band zu bringen, gell? Und das war der Ursprung, gell? Und bei diesen Bändern war es jetzt nicht so wichtig, dass diese Daten komprimiert waren. Ganz im Gegenteil, das war vielleicht sogar noch gefährlich, gell? Weil wenn in der Kompression dann, ja, wenn man die Kompression gemacht hat und dann war im Band vielleicht ein Fehler, dann ist die ganze Kompression kaputt gewesen, das gesamte Archiv, gell? Wenn im Band, und das Band war ja nicht so super zuverlässig, wie wir heute so die Datenträger kennen, gell? Wenn da mal irgendwo ein Problem war, gell, dann konnte es, wenn es nicht komprimiert war, gell, bis auf diese fehlerhaften Teile des Bandes dann auch wieder gelesen werden, gell? Und noch was anderes war ganz entscheidend, und zwar das Band war im Verhältnis zu dem ganzen Rechner und allem drum und dran eigentlich eine nicht ganz so teure Angelegenheit und hat auch nicht so wenig Speicherplatz geboten, gell? Also wenn man ja mehr Speicherplatz gebraucht hat, dann hat man halt längere Bänder genommen, gell? Also das konnte man bis zu einem bestimmten Punkt dann wirklich auch ja relativ erweitern. Man hat dann auch relativ große Bänder gehabt, gell? Und dann hat man wirklich so das Gefühl gehabt, naja, der Speicherplatz auf dem Band, gell, ist vielleicht sogar ja umfangreicher, gell, als die Möglichkeiten der damaligen Prozessoren, die Komprimierung und die Dekomprimierung zu machen, gell. Also komprimieren und dekomprimieren mit Geräten, gell, die irgendwo in den 50er oder 60er Jahren verhandelt waren, gell, das war sicherlich ja frustrierend, gell. Also da haben wir keine gute Performance gehabt, und wenn wir keine gute Performance haben, können wir schlecht rechnen, und dann, wenn wir schlecht rechnen können, dann ist mit Archivieren geht es zwar, weil das einfach nur geschrieben wird, aber komprimieren, gell, das dann packen und kleiner machen, das geht dann eben nicht gut, gell? Und so ist dieses DAR mal grundsätzlich nicht komprimiert, gell? Also DAR erlaubt uns dann ja, Daten zu archivieren, gell? Ein Archiv zu machen, eine Datei, gell? Auch aufs Band zu schreiben, gell? Das war ja, ja, Nomen est Omen, gell? War halt mal die erste Aufgabe, gell? Aber heute ist etwas anders, gell? Heute, ja, gibt es zwar theoretisch noch Bänder, gell? Aber praktisch, ja, verwendet sie. Ja, ist die Verwendung eben wirklich in den Hintergrund getreten, gell? Also Bänder hat man lange verwendet,
um Backups zu machen. Gell? Also wirklich lange. Gell? Also, aber diese Backups auf Band, gell, das war dann halt so, das musste dann jemand auch machen, gell, und da auch im Schulsekretariat war dann jemand zuständig, gell, täglich die Bänder auszutauschen, damit da nicht immer dasselbe Band drinnen war, gell, sondern dass man da für jeden Tag ein anderes Band gehabt hat oder so, gell. Und ganz schlimm war es, wenn man effektiv mal etwas vom Band gebraucht hat, gell, wenn jemand zum Beispiel mal etwas falsch gelöscht hat, gell, kann ja passieren. Gell. Einmal falsch geklickt, gell. Löschen gedrückt, tschüss, gell. Ganze Verzeichnisstrukturen sind verschwunden, gell. So, und wenn wir jetzt etwas vom Band wiederherstellen wollen, gell, also heißt, ah ja, mir Verzeichnis verschwunden, bitte von gestern wiederherstellen, gell. Und wenn dann das Band nicht mehr funktioniert, gell, weil das Band vielleicht schon ein paar Jahre alt ist oder so, das ist dann schon ärgerlich, gell. Auf jeden Fall, das mit dem Backup und den Bändern, das ist dann auch praktisch, ich will jetzt nicht sagen verschwunden, aber es ist halt wirklich ganz stark in den Hintergrund getreten. Und Backups werden heute sehr, sehr oft über Netz irgendwo hingemacht, gell, also physisch an einen anderen Ort, gell, aber übers Netz oder so, gell. Und das hat dann, ja, hat dann schon Vorteile. Man kann es auch ja, automatisieren, gell. Also man muss nicht mehr Personen haben, die die Bänder dann austauschen, gell. Und ganz oft ist ein solches Backup in Netz, gell, also ich will jetzt nicht mal in der Cloud sagen, gell, aber einfach im Netz, sonst wo, gell, dann auch sicherer als ein Backup auf Band, gell, also das mit den vieles Liebendes zwar mit den Bändern und so, gell, aber wirklich zuverlässig und so, gell, also naja, da habe ich schon Daten verloren damit, gell, und das ist dann ärgerlich, gell. Also über Netzbackup oder so hat auch ein Problem, gell, natürlich, wenn mir jemand dann die Kontrolle übers Netz übernimmt, gell, dann hat er auch Kontrolle übers Backup, gell, und das wäre dann schon, ja, wäre nicht gut, gell. Okay. So, wie arbeitet jetzt DAR, gell? Wenn wir jetzt wieder hier sind, gell, so, dann hier haben wir gesehen, wie das Bla arbeitet, wie man ein ZIP-Archiv macht und Unzip macht, gell? Gehen wir das wieder löschen. RM-RF, Bla und auch das Bla.zip, gell? Und tschüss, weg sind sie. So. Okay. So, jetzt will ich dasselbe mit DAR machen, gell? Also ls Bla, dieses Verzeichnis hier und jetzt machen wir DAR. Und zwar ist dieses DAR befehlsbezogen, gell? Okay, also machen wir create, ist der Befehl und dann muss man angeben, was, gell? Und das sind dann Dateien, File, gell? Und create verlangt jetzt kommen die Argumente dazu, gell? Also zuerst der Befehl create und Dateien, die wir angeben und jetzt das create, das verlangt jetzt die Zieldatei, gell? Und die Zieldatei könnte sein bla.dar, gell? Und F, die Dateien, gell, Dateien oder Verzeichnisse, gell, wir geben an, bla, das Verzeichnis, gell. Okay, wenn wir das jetzt so aufrufen, dann haben wir keine Meldung, gell, also keine Meldung, gute Meldung, gell. Und vor allem, wenn wir da mal zurückgehen zum ZIP, gell, ZIP konnte nicht still sein, gell, ZIP hat da, ja, hat da ausgegeben, was es macht, gell. Das ist interaktiv zwar schön. Wenn ich aber in der Nacht dieses ZIP laufen lassen will in einem Skript, gell, dann stören diese Ausgaben gewaltig, dann muss ich diese Ausgaben immer abfangen, gell? Ist nichts Gescheites dann, gell? Pfui, gell? Also, deshalb wird auch ZIP ja, nicht so oft verwendet, um dann automatisierte Backups zu machen und so, gell? So, auf jeden Fall da, create, gell, und wir geben an, wie das Archiv heißen soll und dann die Dateien, die wir da angeben, gell, wir geben nur ein Verzeichnis an. Wir könnten jetzt hineinschauen, gell, schauen wir mal hinein, da, gell, d und dann bla.da, gell, so, was kommt denn hinaus? Also, df muss ich angeben. Okay, so, also, es kommt das, ja, es kommt die Liste der Dateien und Verzeichnisse heraus, gell? Okay. Also C für create, gell? T, gell? Er gibt mir den Inhalt an und das wieder öffnen, gell? Also auspacken. Ah, na, davor gehen wir mal schauen, wie groß ist denn das überhaupt, gell? Und wir sehen,
10 Kilobyte groß ist das geworden, gell? Oh, gell? Also aus ein paar hundert Byte 10 Kilobyte groß geworden, gell? Ja, machen wir mal. Das ZIP war 800 Byte, glaube ich, also es war komprimiert. Jetzt machen wir. Machen wir Kopie. Kopie. Bla.dar, weil nach bla bla, dort haben wir es gemacht, gell? CD bla bla. So, und jetzt gehen wir es öffnen, gell? Also dar, Extrakt und Datei, gell? Also bla.dar. So, keine Meldung ist eine gute Meldung, gell? Und, aha, wir haben jetzt dieses bla hier, gell? Und find bla und wir sehen unsere Struktur, gell? Also da create, gell? Und F, Angabe der Datei, D, schauen, was drinnen ist, X, Extract, gell? Ja, das ist dann so viel zum da. So, wenn man da so verwendet, dann ist da unkomprimiert. Ist ein reines Archiv. Gell? Ist ein nicht komprimiertes Archiv. Wenn ich das jetzt komprimieren will, dann könnte ich das machen, und zwar indem ich dann einfach eine Kompression angebe. Gell? Also zum Beispiel, ich lasse es komprimieren mit gzip bla.dar. Und was passiert? Keine Meldung ist eine gute Meldung. Gell? Lass mir es altera und schauen wir mal. Also bla.dar.gz ist da und das ist jetzt 300 Byte. Gell? Mit ZIP war es 800 Byte, könnt ihr euch erinnern. Gell? Also, das scheint besser zu funktionieren als das ZIP. Gell? Das müssen wir noch diskutieren. So, und was anderes, wir sehen, wir haben jetzt ein bla.dar.gz, gell? Und es fehlt uns die bla.dar. Die bla.dar ist gelöscht worden, die existiert nicht mehr, gell? Okay? Also passt auf mit gzip, gell? Gzip geht her, komprimiert eure Datei, die ihr angibt, gell? Eine Datei, und ihr habt nachher die Datei.gz hier liegen, gell? Nicht mehr das Original. Das Original ist weg, gell? Aufpassen, gell? So, wenn wir es jetzt öffnen würden, gell? Dann könnten wir wieder machen, gzip-d, gell, bla.dar.gz und wir sehen, jetzt ist die komprimierte Datei weg, wenn wir ein gzip-d machen, und was wir geblieben ist, das ist der bla.dar, gell. Wenn wir jetzt ein LL machen, dann sehen wir, aha, das sind unsere 10.000 Bytes, da 10 Kilobyte oder so, gell, gell, gewaltig, gell, okay, und das aus ein paar hundert Bytes. So, jetzt werdet ihr sagen, ja, wie ist das umständlich, gell? Also zuerst archivieren, dann komprimieren, gell? Also das könnte man das nicht alles in einem machen. Und die Antwort ist ja, kann man, gell? Kann man, gell? Will man aber, das ist eine andere Frage, gell? Manchmal will man nur archivieren und nicht komprimieren, gell? Und andere Male will man halt auch komprimieren, gell? Okay? Und wenn man... Ja, wie ist denn das jetzt im Vergleich zu ZIP? Wie arbeitet denn ZIP? ZIP, wenn ihr an Windows denkt, kann man aufs Archiv klicken und drinnen archivieren. Man kann im ZIP-Archiv navigieren mit der Maus, so klick, klick, wie durch eine Verzeichnisstruktur navigieren. Und man kann eine einzelne Datei dekomprimieren. Eine Datei aus einem ZIP-Archiv dekomprimieren und herausholen, gell? Und das zeigt eigentlich, wie dieses ZIP arbeitet. Dieses ZIP geht zuerst die Dateien komprimieren, jede für sich, und dann das Archiv bilden, gell? Also das Archiv ist der zweite Schritt, das Archivieren bei ZIP, gell? Und das seht ihr auch hier, gell? Also sehen wir es noch, als wir ZIP gemacht haben, gell? Sehen wir die Kompressionsraten auf den einzelnen Dateien, gell? Bei dar.gz ist die Reihenfolge umgekehrt. Bei dar.gz wird zuerst das Archiv erstellt, dann hat man das große Archiv und das wird dann komprimiert. Und das führt dann dazu, dass man
eine gute Kompression erreicht, weil wenn man die Kompression auf eine große Datenmenge macht, dann hat man ein besseres Ergebnis, als wenn man die Kompression auf eine kleine Datenmenge macht. Geil, okay? Also, wir haben also bei ZIP den ersten Schritt Dateien komprimieren und als zweiter Schritt das Archiv bilden. Geil? So, bei TAR haben wir erster Schritt Archiv bilden, zweiter Schritt Archiv eventuell komprimieren. So, okay, umgekehrte Reihenfolge. Also, da, dass man dann komprimiert, hat ein gutes Ergebnis, hat aber auch Nachteile. Und wenn ihr zum Beispiel ein großes DAR-Archiv habt und ihr wollt dann mit dem Dateimanager mal reinschauen, so klick, klick, das dauert dann mitunter schon mal länger, weil er, wenn das Archiv komprimiert ist, das zuerst mal dekomprimieren muss. Kann man nicht einfach durch ein komprimiertes DAR-GZ durchnavigieren. Dafür muss man das zuerst mal dekomprimieren mit dem Dateimanager. Das kann zwar der Dateimanager eventuell auch selber machen, aber die Zeit dafür braucht er. Das kann bei großen Archiven auch lange dauern. Okay? Ja, jetzt wollen wir noch etwas anschauen, und zwar dieses Komprimieren, Dekomprimieren. Das haben wir jetzt in zwei Schritten gemacht. Zuerst da und damit GZIP. Es gibt auch andere, es gibt nicht nur GZIP. GZIP ist ein Klassiker. Wir könnten jetzt, und zwar dieses bla.dar ist hier, wir können jetzt einen Aufruf machen und mit dem DAR-Aufruf gleichzeitig die Kompression machen. Als jüngere DARs können das alle. Früher war das nicht selbstverständlich. Also da, Create und F waren die Optionen, um ein Archiv zu erstellen, das nicht komprimiert ist. Wenn wir jetzt ein da erstellen wollen, das dann komprimiert wird, dann müssen wir hier etwas einfügen, zum Beispiel Z. Wenn wir Z machen, dann wird das G, das wir vorher verwendet haben, einfach dann von da dann durchgeführt. Jetzt können wir da sagen, das bla.dar, und jetzt sollten wir auch sinnvolle Nennung nehmen, GZ zum Beispiel, jemand schreibt auch statt dar.gz macht rein DGZ, geht auch, besonders wichtig bei alten Dateisystemen mit alten DOS oder so, mit kurzen Dateinamen, dar.gz findet man unter Unix öfter. So, bla, was passiert, es wird also zuerst das Archiv gemacht und dann wird es komprimiert. Was haben wir? 300 Bytes. Feine Sache. Es gibt aber noch andere Algorithmen, zum Beispiel BZIP2. BZIP2 könnte man also auch nach dem DAR ausführen. Oder wir sagen es dem DAR, der DAR kann das, da müssen wir dann statt ein Z ein J angeben, und da .bz2 ist dann die Endung, So, kein Fehler, ist eine gute Meldung, Und was haben wir hier? Wir haben fast das gleiche Ergebnis. Ganz im Gegenteil, ist größer. Normalerweise wird es aber kleiner, Machen wir mal ein anderes, gehen wir ein paar Dateien dort hineingeben, Da haben wir zum Beispiel diese Ausgabe, Was haben wir da gehabt? Also, Cut-Ausgabe. Das ist dieses D-Message. Also, Copy-Ausgabe nach bla. So, jetzt haben wir diese kleinen Dateien drinnen und wir haben auch eine größere. Und jetzt machen wir das nochmal neu. Wir machen ein DAR, Create, Z mit GZIP komprimieren unter Angabe der Dateien, die wir hier ins Archiv geben wollen, bla.dar.gz, und zwar aus bla. So, und dann machen wir dasselbe, und zwar bzip2
Signal. Und zwar müssen wir ein J angeben. Und jetzt schauen wir mal, was herausgekommen ist. Geil, brauch immer noch einen kleinen Unterschied noch, geil. Geil, also wenn das Ganze noch größer, aber interessant ist, geil, also das ist 90 Kilobyte groß ungefähr, geil. Und hier haben wir noch 23 Kilobyte, geil. Also ja, schon ein recht ordentlicher Erfolg, geil. Okay, ja. Also dieser Unterschied, der fällt oft auch größer aus, geil. Also gerade wenn wir so große Archive haben, viele Dateien und so, geil. Also da könnte man schon auch einen größeren Unterschied haben, geil. Okay, also da und gzip, geil. Also wir haben die hier getrennt angeführt, geil, aber sehr oft wird das gzip oder das bzip2 oder ein anderes zur eine andere Kompression dann einfach mit dem tar aufgerufen, geil. Okay, so, was haben wir noch zum Archivieren oder zum Komprimieren, geil? Archivieren, komprimieren, geil. Es gibt diese bekannten aus der Unix-Welt, RAR und UNRAR, geil. Also RAR und UNRAR, die ja, die gibt's, geil. Okay, also RAR, UNRAR, geil. Und ja, und auch Windows, geil. So, alles Mögliche finden wir, geil. Wir finden da ja auch die Programme dann für Windows, geil. Und eigentlich ist eben das bekannte unter Windows das WinRAR, geil. So, okay. Unter Unix Linux wird man eigentlich selten ein RAR-Archiv erstellen, geil. Also ja, 33 macht es vielleicht auch. Aber es kann schon mal vorkommen, dass man ein UNRAR-X eines RAR-Archivs brauchen, geil. Okay, also es ist fein, dass es die Instrumente gibt. Wenn man ein solches Archiv bekommt, dann weiß man, wie man es zu öffnen hat, geil. Ja, das waren jetzt drei verschiedene ja, Formate und auch die Programme dazu, um einmal Archive zu erstellen und Archive dann auch zu komprimieren, geil? Ja, probieren wir das mal aus.